Hallo meine lieben Leute, ich bin Slatko, 31 Jahre alt und ich möchte heute mit euch über meine erste Haartransplantation sprechen, die leider fehlgeschlagen ist. Ich hatte meine erste Haartransplantation im August 2019 in der Klinik Elitair von Herrn Dr. Balvi. Und wie der Verlauf so gewesen ist, zeige ich euch gleich. Ich zeige euch heute die Bilder, wie ich vor der Haartransplantation aussah. Ein Monat danach, 2 Monate danach, 3 Monate danach und dann gleich im Anschluss auch, damit ich euch nicht so lange aufhalte, 12 Monate danach. Dann sage ich euch, wie Herr Dr. Balbi darauf reagiert hat, weil er gibt ja lebenslange Garantie drauf. Und ich war wirklich sehr unzufrieden mit meinem Ergebnis. Ich würde sagen, lasst uns nicht lang schnacken, sondern wir legen gleich los. Ich zeige euch die Bilder, wie ich vorher aussah. Und dann fangen wir mal an, würde ich sagen, ne? Also, guckt euch das an. Ich habe leider kein professionelles Equipment hier. Ganz einfach ein Samsung S51, einen ganz normalen Rechner hier. Und dann zeige ich euch einfach die Bilder. Ich hoffe, es kommt ganz gut an. Ich werde euch heute gleich nochmal den Status zeigen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Also, ich drehe jetzt die Kamera um. Ich hoffe, dass er jetzt nicht ab. Ja, geht weiter. Super, super. Also fangen wir mal an mit den Bildern vor der Haartransplantation. Sorry, wenn das so ein bisschen schimmert. Hier könnt ihr sehen, überhaupt keine Haare gehabt. War schon sehr fortgeschritten. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Das ist außerdem eins der Bilder, die ich zu Elitair geschickt habe. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Vielleicht hört das dann so auf zu wimmern. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Wie ihr sehen könnt, so gut wie gar nichts vorhanden gewesen. Dann einmal von der Seite. Das sind die Bilder vor der HT, ne? So. Und einmal hier der Spender. Ich hatte nie so einen wunderschönen Spender. Hier hinten sieht man auch, dass es schon sehr fortgeschritten gewesen ist. Gehen wir mal einfach weiter. Wie sah ich nach der Haartransplantation aus? So sah das direkt nach der Haartransplantation aus. Ich zeige euch auch einmal das Datum, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Das ist der 2. August 2019, ein Tag nach der HT. Gehen wir mal weiter. Hier einmal das Datum. Hier haben wir jetzt 30. August. Also so sah das nach einem Monat aus. Weiter rüber, wie sah ich nach 2 Monaten aus? So sah es nach 2 Monaten aus. Nicht so schön, muss man einfach sagen. Ja, aber die ersten 3 Monate fallen die Haare ja immer aus. Das ist was ganz Normales. Sagt man sich ja so. Gucken wir uns mal Bilder nach 3 Monaten an. So sah ich nach 3 Monaten aus. Kein großer Unterschied. Vielleicht ein paar Haare mehr. Gehen wir mal weiter zum 7. Monat direkt. So sah es nach 7 Monaten aus. Der Beweis ist hier. 24. März. Einfach nur mal zu schauen. Man sieht hier, dass das immer meine Problemzone gewesen ist. Meine linke Seite, ne? Alles sehr dünn. Ist halt nicht so voll. Und da habe ich schon angefangen, Herrn Dr. Balvi zu schreiben. Da habe ich gesagt, Herr Balvi, ist das normal? Das kann doch nicht sein. 7 Monate sind vorbei und die Haare sind immer noch nicht so voll. Ich bin nicht zufrieden. Er meint, mach dir keine Sorgen. Bei einigen kommt der Schub erst etwas später. Und so weiter und so fort. Und ich habe mich darauf verlassen und habe gesagt, okay, warten wir mal ab. Ich zeige euch jetzt Bilder, wie ich nach 12 Monaten aussah. Guckt euch das an. Geht weiter. Einmal hier 12 Monate. Guckt euch das mal an. So, jetzt die Frage an euch: Werdet ihr zufrieden? Ich glaube nicht. Und das Ding ist einfach, was ganz viele Menschen machen auf YouTube-Videos: Die kaschieren immer schön ihre Haare. Wartet mal, ich zeige euch einmal das Bild. Das ist hier der 5. Juli 2020. Und hier haben wir den 18. Juli und guckt euch das mal an.
Ihr würdet jetzt sagen, oh, der hat ja volles Haar, das sieht ja richtig gut aus. Nein, ich habe immer wieder kaschiert. Das ist, wenn man seine Haare immer zur Seite kämmt. Ich habe sie quasi von der Seite zu der Seite immer rüber gekämmt und dann sah das halt immer fresh aus. Es sah ein bisschen voller aus. Ich war da auch wirklich, teilweise war ich zufrieden, wenn man so zur Seite gekämmt hat. Aber man hat immer zur Seite gerupft. Und jetzt, meine Lieben, guckt euch mal das Bild an. Das Bild ist in Istanbul gemacht worden, dieses Jahr, 11. Januar 2021. Also über ein Jahr, man kann schon sagen, fast 1,5 Jahre. Und das ist das, was ich meine. Ich habe diese Haare immer rüber gekämmt, damit man es nicht sehen kann. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Und so sah ich auf dem Stuhl von Herrn Dr. Balvi aus. Weil ich habe meine zweite HT am 11. Januar 2021 gemacht. So, ihr Lieben. Ich habe meine zweite HT gemacht, weil ich finde, es gibt ja Menschen, die können Fehler machen. Und Herr Dr. Balvi, der hat gesagt, hör mal zu, es ist wirklich nicht so, wie es hätte sein sollen. Komm hierher, du kriegst deine zweite HT, weil du kriegst eine 30 Jahre Garantie, Gewährleistung, dass deine Haare, die er verpflanzt hat, ganz wichtig, bleiben. Und dadurch, dass einige Haare, die er verpflanzt hat, einfach nicht dort geblieben sind, wie sie hätten da sein sollen, hat er gesagt, du kommst hierher, du zahlst Flug und Hotel und die Materialkosten. Ich musste insgesamt 650 Euro zahlen. Ich habe 120 Euro nochmal für den Hin- und Rückflug bezahlt. Und das war dann für mich okay. Jetzt die Frage, wie hättet ihr reagiert? Hättet ihr die zweite HT nochmal in der gleichen Klinik gemacht? Oder hättet ihr gesagt, Mensch, scheiße, würde ich nicht nochmal machen? Weil viele sagen, wenn die erste HT misslungen ist, geht da bloß nicht nochmal hin. Ich habe einfach gesagt, Menschen können Fehler machen. Und mir hat das sehr imponiert, dass Herr Dr. Balvi gesagt hat, Junge, komm her, ist my mistake. Wir machen nochmal, wir machen das nochmal neu. Und als ich dann dort angekommen bin, war schon darauf vorbereitet. Er hat sein Handy rausgerückt, hat mir meine alten Bilder gezeigt vor der HT. Man hat gesagt, ja Mensch, das ist echt blöd gelaufen. Wir machen diesmal die DHI-Methode. Die kostet ja normalerweise nochmal 500 Euro Aufpreis. Die hat er auch so einfach mitgemacht, hat er, ohne dass ich mit ihm diskutieren musste. Ich fand das allerdings schade. Ich wollte ja unbedingt hier hinten meinen Halbkreis auffüllen. Und er hat mir gesagt, Slatko, wir lassen das. Ich kann dir gerne hier hinten deine Haare auffüllen. Aber du wirst das gleiche Problem haben wie hier vorne. Wir werden transplantieren und die Haare drumherum werden ausfallen. Mach es lieber nicht. Du kriegst auch hier hinten, wenn ich dir hier hinten die Haare transplantiere, wirst du keine Gewährleistung haben. Ich habe das nicht ganz verstanden. Habe in dem Moment aber nochmal meine Frau angerufen. Ich sage, Herr Balvi, ich brauche jetzt nochmal 5 Minuten. Ich möchte einmal mit meiner Frau darüber sprechen. Meine Frau, mach das doch jetzt hinten. Hinten sieht das so schlimm aus und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, aber Frau, hör doch mal zu. Vorne stört mich viel mehr als wir hinten. Und dann habe ich mich für vorne entschieden. Ich habe 2050 Grafts bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war um einiges besser organisiert als wie bei der ersten HT. Ich habe bei der ersten Haartransplantation 3200 Grafts bekommen. Und da haben wir die Fu-Technik benutzt. Und bei der DHI, die war viel angenehmer, ging um einiges schneller. Ja, wie gesagt, wir haben heute den 9.4. Also sprich Januar, Februar, März sind wir im dritten Monat und ich würde jetzt sagen, wir gehen einmal unter das Licht und schauen uns meinen Status heute an. Einmal nochmal zum Vergleich, wie sah ich nach 3 Monaten damals aus? So sah der Status damals aus und so sieht er heute aus. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem einmal hier unter das Licht. Und ich zeige euch einmal, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt, den Status, ohne zu kaschieren. Gehen wir mal jetzt einfach hier so richtig drüber. Warte, mir ist das hier immer noch zu dunkel. Moment. Ne, ich bin noch nicht fertig. Dann gehen wir mal einmal hier rum. Guckt euch das an.
Was sagt ihr zu dem Ergebnis? Schwesterherz, ganz gut, dass du da bist. Komm mal her und zeig mal den Menschen einfach mal den Status von hinten, wie mein Spenderbereich aussieht. Gerne. Du musst umdrehen. Ich gehe auch ein bisschen runter, einmal von den Seiten, von hinten, von links, von rechts. Okay. Ist gut? Mhm. Ja, perfekt. Ja, warum mache ich das Video eigentlich? Ich möchte, dass ihr wisst, wie das so bei Elite gelaufen ist. Bin eine kleine Hilfestellung für euch. Wollt ihr da hingehen, wollt ihr nicht da hingehen? Das soll euch einfach nur so ein bisschen unterstützen. Ne? Ich mache jetzt jeden Monat einmal ein Video, zeige euch meinen Status, den wir dann einfach mal besprechen können. Wie gesagt, 3 Monate sind um und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Was für Shampoos benutze ich? Ich habe mir ehrlich gesagt einmal diesen Koffer gekauft für 160 Euro von Herrn Dr. Balgi mit dem Shampoo. Das habe ich einmal hier. Ich wollte es jetzt einmal ausprobieren, um zu gucken, ist es denn jetzt besser? Wenn ich mir alle YouTuber ansehe, die nehmen das Everyday Shampoo oder dieses Kollagen Biotin Shampoo in Lila. Was benutze ich? Ich benutze hier diese Biotin Tabletten und ja, ich werde euch jetzt immer auf dem Laufenden halten, was Sache ist, und bestimmt sind jetzt einige da im Video und sagen, Mensch, was hat er denn hier am Bart, ja. Das soll stressbedingt sein. Ich benutze jetzt momentan so ein Minoxidil hier für den Bart und das fand ich auch ganz klasse von Herrn Dr. Balgi. Als ich dann in Istanbul gewesen bin, hatte ich ja auch diesen kreisrunden Haarausfall und ich wollte unbedingt 500 Grafts von meinem Bart rausnehmen. Und dann hat er gesagt, das ist auf keinen Fall. Sobald er ein Haar von hier rausnimmt, denn der ist jetzt momentan krank, und hier rein verpflanzt, würden alle Haare ausfallen. Und das fand ich dann auch wieder gut. Herr Dr. Balgi hat mir klar und deutlich gesagt, man wird es hinten sehen. Entweder ich trage es wirklich sehr kurz oder sehr lang hinten, damit man das nicht so extrem sieht. Ich kann aber damit leben, weil ich noch nie so einen richtig guten Spender habe. Das habt ihr auch auf den Videos gesehen. Und jetzt ganz ehrlich, wow, 12 Minuten 40, es reicht auch mal. Ich bin gespannt, was sie sagt, wird mich sehr interessieren. Und wir hören uns dann. Ich werde jetzt jeden Monat einmal ein Video hochladen über meinen Status, wie es so läuft. Und stellt mir eure Fragen, schreibt alles unten rein, was für Tabletten und so weiter und so fort. Ich stehe euch zur Verfügung. Sagt mir eure Meinung, wie findet ihr den Status jetzt momentan? Ja, ich freue mich drüber. Tut mir leid, dass das nicht so professionell ist. Hier meine Schwester auch nochmal mir nebenbei ein bisschen geholfen. Ich hoffe, ihr konntet die Bilder richtig gut erkennen, wie ich vor der Haartransplantation aussah. Und ja, ich bin gespannt. Also, wir hören uns. Bis dann. Alles Gute. Haut rein, Jungs. Und Mädels natürlich auch.